Hallihallo, willkommen zurück bei Let's Play Breath of Fire 3. Letztes Mal sind wir am neuen Kontinent angekommen, haben uns etwas umgesehen, sehr unkompetente Leute getroffen und heute schauen wir mal, ob wir irgendwie weiterfinden auf dem Kontinent, ob es da etwas Interessantes zu entdecken gibt. Und als erstes treffen wir im Stahlgrab gleich mal auf Spiegelroboter. Die sind lustig, folgendermaßen, die machen folgendes, die machen jeweils das, was wir machen. Das heißt, wenn ich den jetzt angreife mit allen dreien, passiert folgendes. Jedes Mal, wenn ich ihn angreife, kontert er quasi mit einem Gegenangriff. Er trifft aber nicht immer den gleichen, also er sucht sich den Gegner nicht direkt aus, sondern, glaube ich zumindest. Oh ja, doch. Oh. Ich dachte eigentlich, der macht immer das, was ich mache. Okay, dann habe ich mich geirrt. Von dem Roboter oder von dem anderen können wir noch einen Skill lernen, den wir beim Anglerfisch, bei dem Gegner am Stahlstand nicht gelernt haben, weil wir ihn zu schnell um die Ecke gebracht haben. Und zwar ist das Donnerschlag, glaube ich, heißt das. Aber momentan ist das nicht so wichtig. Also das ist einer der zwei Skills, die ich hier lernen wollen würde. Oder einer der drei Skills sogar. Genau. Warum mich der da anteilt, weiß ich eigentlich nicht. Ich bin mir davon ausgegangen, dass wenn ich ihn angreife, greift er mich an. Und wenn einer von uns sich selbst oder jemand anderen heilt, dann heilt er uns auch. Macht nicht wirklich Sinn. Oh, ein Blockring. Nicht, dass der so wichtig wäre. Aber die Gegner sind, solange man noch in meiner Konfiguration jetzt Momo oder Nina mit hat, nicht wirklich schwer. Also die machen genug. Also Momo und Nina machen genug Schaden, um die schnell aus dem Weg zu räumen. Ohne Momo wird es dann etwas schwieriger. So, hier wollen wir zuerst die Mörder und die eine Hans-Bär-Pflanze hier beseitigen. Das Problem ist nämlich, die Mörder schlitzen kann ich lernen vor den Mördern. Autsch. Und, ja gut, das macht jetzt natürlich wenig Schaden. Und sie haben noch einen zweiten Skill, den ich auch lernen kann, und zwar ist das Ziel. Den will ich versuchen, vielleicht jetzt gleich zu lernen, wenn es so ausgeht. Na ja, gut. Ja. Das ist natürlich nicht so gut, jetzt sehe ich nämlich gar nichts mehr. Okay, dann machen wir folgendes. Wir werden hier mal ein Verjüngen auf Reizaubern. Rei wird sich selbst oder wird. Wo haben wir meine. Was brauche ich überhaupt? Ein Heilmittel. Ah, da sind sie. Ich finde sie einfach nicht. Am besten für Ryo, und Ryo wird ein Heilmittel auf, oder kann ein Heilmittel zaubern sogar, auf Momo, weil Momo macht mehr Schaden als Rei, also will ich zuerst mal sie von Blindheit befreien. Normalerweise, also ich hatte das meistens so, dass, ja, das ist das Skill, den ich eigentlich lernen will, dass die Hans-Bär-Typen mit einem Schlag von Momo schon aus dem Weg geschafft werden, aber kann man nichts machen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir irgendwie was sehen wieder. Okay. Jetzt dürfte Hans-Bär wirklich weg sein. Gut. Dann haben wir noch, Momo wird noch ein Heilmittel auf Rei zaubern. Die anderen zwei werden den Mörder mal beobachten, schauen, ob wir Ziel lernen können. Wenn ich es jetzt in zwei oder drei Runden, naja, Schlitzen, ich glaube Schlitzen ist ein Skill, den man beim Bunyan lernen kann, theoretisch. Die Frage ist nur, ob ich ihn gelernt habe, ich weiß nicht mehr auswendig. Wenn ich ihn nicht gelernt habe, dann sollte ich ihn theoretisch hier auch lernen können. Also dann brauche ich nicht unbedingt Bunyan dazu. Aber ich glaube fast, den habe ich gelernt, damals bei Bunyan noch. Zumindest dann, wenn ich nicht zurückgekommen bin. Als Erwachsener. Okay, hat nicht funktioniert. Ich werde jetzt kurz mal aufs Game probieren, Ziel zu lernen. Und wenn das funktioniert oder auch nicht funktioniert, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, der Typ wollte mich einfach seinen Zielspruch nicht lernen lassen. Dann lasse ich ihn halt in Ruhe, beziehungsweise habe ich ihn dann um die Ecke gebracht. Hier gibt es noch eine UV-Brille, die ziemlich cool ist. Die schützt nämlich vor Blindheit. Zufälligerweise sogar.
Ist aber kein normaler Ausrüstungsgegenstand, kein normaler Accessoire, sondern ein richtiger Ausrüstungsgegenstand, den ich theoretisch hier anlegen könnte. Ja, aber meistens ist der Tigerhelm besser. Der Tigerhut, Entschuldigung. Ich werde jetzt bei Rai reingeben, obwohl es jetzt nicht wirklich extrem viel Sinn macht. Er hat zumindest etwas mehr Abwehr dadurch. So, und dann kommen wir gleich, also schon bald dorthin, wofür ich eigentlich, geht's nicht? Hallo, ich will da, ah, danke. Wofür ich Momo eigentlich mitgenommen habe, und zwar, wenn ich da hinten die Leiter runtergehen, nach dem Zufallskampf. Schauen wir, vielleicht sehen wir einen neuen Gegner. Nein, kennen wir schon. Sollte auch nicht allzu schwer sein. Ja, es geht sich fast nicht, also fast aus, also. Schade eigentlich. Und Ryu sollte ich natürlich auch heilen irgendwann wieder mal. Ja, das mache ich dann, nachdem ich die neue Angelroute habe. Kann ich da? Okay. Es dauert irgendwie komischerweise ziemlich lang hier runterklettern. Und dann Momo nehmen, Tür aufschießen, reingehen und dann holen wir uns wahrscheinlich das am schlechtesten übersetzte Item im ganzen Spiel. Und zwar ist das ein Schraubenschlüssel, der eigentlich kein Schraubenschlüssel ist, sondern eine Angelroute. Im Englischen heißt der nämlich Spanner, was für Angelrouten zumindest halbwegs Sinn macht. Aber Spanner ist natürlich auch die direkte Übersetzung für Schraubenschlüssel in Deutsch, deswegen hat nicht ganz so funktioniert. So, hier werden wir ein Vitamin auf Ryu verteilen und dann sollte der Kampf nicht allzu lange dauern. Oh, es geht sich doch in einem aus. Ja, das macht er dauernd, dieser Spiegel. Okay, solange er nicht viel Schaden macht, ist mir das egal. Ich werde die Kämpfe jetzt... Ja, wir sind sowieso nicht mehr so lange hier, also... Kämpfe lasse ich jetzt drinnen noch. Für die nächste Zeit mal. Zumindest für dieses Gebiet hier. Hier gibt es noch das letzte Item hier, eine versteckte Kiste. Und zwar sind das die tollen Rennschuhe, die werde ich auch dann irgendwann verdoppeln wollen im Feendorf. Und zwar deswegen, weil die Rennschuhe, die Aktivität um 10 erhöhen, also das ist schon sehr viel. Also geben wir sie rein, der wird es später dann auch brauchen. Und mit den Rennschuhen kann man nämlich dann relativ schnell werden, was in dem Spiel meistens den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeutet. Weil wenn man schnell genug ist, bekommt man, wie schon erklärt, mal extra Runden. Und mit extra Runden tut man sich mit Heilen viel, viel leichter und schon wieder die Pollen. Naja, trotzdem getroffen, haha. Also da tut man sich mit Heilen deutlich leichter. Und auch Schaden machen fällt etwas leichter. Schauen wir mal, ob sich das alles ausgeht. Ob wir jetzt mit einer Runde noch fertig werden. Das waren auch schon alle Items, die wir im Stahlgrab erreichen können. Durch das Stahlgrab müssen wir deswegen durchgehen, weil wir nur durch Stahlgrab quasi wohin können, wo wir später dann in der Story weiter müssen. Aber ich werde nach dem Stahlgrab natürlich gleich mal Kehrtwende machen und eine Runde angeln gehen. Ich zeige natürlich noch her, wo wir hin müssen, aber... So wirklich hingehen werden wir erst in der nächsten Folge dann, oder übernächsten. Na, nächste Folge müsste eigentlich reichen, also. So, jetzt schauen wir noch, ob wir für den Typen noch Ziel lernen können. Und wenn ich es lernen kann, dann seht ihr es gleich, wenn nicht, dann zähle ich es auch gleich. Also, bis gleich. So, das war mir jetzt blöd, ich habe es immer noch nicht gelernt, also das steht auch noch auf der Agenda, bis nächstes Mal dann Ziel lernen. Weil die Mördergegner kann man natürlich auch in den normalen Zufallsgegnergebieten hier treffen. So, hier gibt es übrigens die Kolonie, das ist das, wo wir eigentlich hinwollen, nächstes Mal dann. Sonst können wir von hier nirgends hingehen, das heißt, was wir jetzt machen ist, wir werden dem...
dem Angelplatz mal einen Besuch abstatten. Wie gesagt, hier geht es auch nicht weiter. Denn mit unserer neuen Angelroute können wir dort einiges ausrichten hier. So, gleich mal die neue Angelroute ausrüsten. Und zwar ist das die stärkste Angelroute, kann jeden Fisch herausholen, na, hoffentlich. Dann wollen wir gleich mal, ich werde gleich mal die Münze verwenden und den Manilo rausfischen. Und mir nur das Herz zeigen, was der hat alles. Also etwas weit nämlich, ja, egal. Da gibt es nämlich sehr coole Ausrüstungsgegenstände und auch eine ziemlich tolle Waffe für Rio. Und ich will euch nur herzeigen, was wir dafür fangen müssen, damit wir die eintauschen können beim Manilo. Aber das dauert natürlich etwas, bis der Manilo kommt. Außerdem werdet ihr dann auch gleich sehen, wie sich die Route von den anderen Routen unterscheidet. Die hat nämlich einen irrsinnig großen und breiten grünen Balken. Also so, es wird aber Zeit, dass der bald herkommt, oder? Ja, ich schneide kurz den Weg des Manilos raus. Na komm da schon! Hat er nicht allzu lange gedauert jetzt. Irre, wie breit der Balken ist. Also da kann man fast jeden normalen Fisch einfach fangen, indem man nur auf X drückt. So, und da gibt es zwar den Royalsäbel, der hat Kraft 158 und Gewicht 8. Und dann gibt es Lebenspanzer, die haben Abwehr 80, Gewicht 8. Sind relativ schwer, aber haben den riesengroßen Vorteil, sie regenerieren HP, während man läuft. Das heißt, das ist das, was sicher sehr gut sein wird. Aber das Problem ist, wir brauchen für den Royalsäbel brauchen wir einen Wal, drei Speerfische und eine Barandie. Die Barandie sind die kleinen Fische und Wale und Speerfische sind ziemlich groß und sind meistens ziemlich weit draußen. Das heißt, speziell der Royalsäbel wird mich einiges kosten. Und dann will ich mindestens einen Lebenspanzer auch noch haben. Das heißt, ich brauche insgesamt zwei Wale, vier Speerfische und vier Barandie. Das alles. Ich versuche mal, ob ich einen davon fangen kann. Dazu muss ich noch den Köder wechseln. Und zwar Knopf. Ja, nehmen wir einen Knopf. Ich glaube, das sollte auch gehen. Nehmen wir einen Knopf, der ist Level 2, das müsste ja nicht reichen. Also, beides, der Wal und der Speerfisch, beißen auf Fischköder. Das war jetzt nicht allzu weit. Und schauen wir mal, ob wir einen sehen davon. Sind alle. Da hinten ist einer, das ist ein Speerfisch da hinten, der da gerade herunterschwimmt. Der will sich irgendwie nicht fangen lassen. Und natürlich gehen die kleinen Fische auch sehr gerne auf die Fischköder hier. Nur das sind leider die falschen kleinen Fische. Also es gibt so quallenähnliche Fische und noch so flughahnähnliche Fische. Und ich zeige mal die Qualle her. Und beide, also ich brauche nicht die Quallenfische, sondern die anderen kleinen Fische für die zum Eintauschen mit Manilo. Das sind nämlich, wie heißen sie? Ja, Schwertfische, genau, die brauche ich nicht. Ich brauche nämlich die Barandies. Und die Barandies gehen aber auf Wurmköder, nicht auf Fischköder, deswegen nicht optimal hier. So, schauen wir mal, ob wir etwas links können. Da ist, in der Mitte ist auch einer, genau. Ich habe gerade den gesehen hier. Das Problem ist immer, dass der Statusbalken im Weg ist quasi. Jetzt habe ich ihn verpasst. Und dass meistens auch die bösen... Komm. Verdammt. Okay, einmal probiere ich es noch. Da vorne war übrigens so eine Barandie, die da gerade einen Luftsprung gemacht hat. Also einmal probiere ich es noch, wenn ich es da nicht schaffe, dann mache ich das Ganze offscreen bis nächstes Mal. Natürlich die ganzen. Ich werde alle Fische, die ich brauche, fangen bis nächstes Mal. Vielleicht ist das sogar ein Wal hier. Nein, das ist ein Speerfisch, weil Wale haben nämlich einen Konditionsbalken, der fast den ganzen Bereich ausfüllt. Also der ist, glaube ich, drei Viertel so lang wie der Bereich, das heißt noch ungefähr die Hälfte mal so lang wie... Oh, das ist doch ein Wal. Dürfte ein kleiner sein. Ein ziemlich kleiner Konditionsbalken. Und normalerweise gehen die Konditionsbalken der Wale deutlich über den weißen Strich, also deutlich über die Hälfte des gesamten Balkens. Na, komm her. Tut. Aber es ist schon mal gut, einen Wal zu fangen, weil Wale sind sowieso weniger weit verbreitet hier. Ich glaube, hier sind maximal ein oder zwei Wale und vier Speerfische. Das heißt, man muss sich das sowieso einteilen. Man muss, wenn man die ganzen Items haben will, muss man sowieso öfter als einmal herkommen.
So, da haben wir unseren ersten Wal gefangen. Der, glaube ich, der ultimative Fisch. Bringt am meisten Punkte, wenn man den größten fängt. Und ist quasi der letzte Fisch, den man fangen kann. Ich kann das kurz vielleicht mal herzeigen. Manillo, Makrele ist auch noch vorher. Also Makrele und Manillo sind jetzt nicht... Sie sind nur weiter hinten, weil sie quasi spezielle Fische sind. Makrele kann man nur für den Sushi-Quest, Shiso-Quest fangen. Und Manillos sind quasi keine wirklichen Fischfang. Also ist nicht ein wirklicher Fischfang. Deswegen ist der Wal hier quasi der größte. Dann fehlt mir hier noch Speerfisch und Tinten. Ich glaube, die Paradies finden wir natürlich auch noch. Ja, ansonsten haben wir fast alles, also. Aber auch nicht. Ja, da fehlen noch drüben einige. Also ich werde versuchen, das Fischalbum auch fertig zu kriegen, bevor ich dann fertig bin mit der Story. Aber sicher nicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal fange ich nämlich noch die Fische, um die Items beim Manillo einzutauschen. Und nächstes Mal geht es dann weiter in der Kolonie. Ich werde vielleicht auch etwas leveln und meine Party natürlich umstellen. Ich werde nämlich statt Momo jetzt Gar mitnehmen und vielleicht auch noch für Kohle im Kombinat etwas kaufen. Das Ganze, was ich ändere an der Party und was ich ändere an der Ausrüstung, seht ihr dann kondensiert nächstes Mal am Anfang der Folge. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!